Man muss Dezember, also 12 plus 17. Und Juli plus 25 rechnen. So. 33. Yay. Ja, bin der Beste. Der Allerbeste. Locht. Kleine Schlampe, dafür wirst du bezahlen. Schlaues kleines Mädchen, glaubst du, du kannst einfach gehen? Was? Kann nicht sein! Nein! Hat er einfach seinen Kopf verloren? Und der Dämon scheint die Katze nicht zu mögen. Muss zum Labyrinth. Oh, der Turm. Diesen Zaun habe ich noch nie gesehen. Das Labyrinth finden. Fast frei. Als das Labyrinth. Rein da. Mist, da lebt er immer noch. Oder wieder? Er ist ein Zombie. Ah, hier kann ich mich mit Pfeiltasten bewegen. Ups. Das war jetzt nicht geplant. Mr. Midnight, warte auf mich. Danke. Tschüss. Das riecht. Oh, ich sehe gerade oben in der Ecke, ich könnte das skippen. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Da geht's auf jeden Fall nicht lang. Aha, kriegst mich nicht, nimmer nicht. Schon wieder eine Sackgasse. Hätte man nicht auch einfach um das Labyrinth drumherum gehen können? Hält sich doch für so klug. Nicht. Hier die Katze. Nein. Nicht lang. Hallo, liebes Monster.
wollen meine Seele fressen. Hier bloß noch einer, der aus dem Gebüsch springt und get over here! Weit. Das hier bei. Der Schwan gleich. Nein, hier wollen wir nicht hin. Kurz nochmal zurück. Ich muss. Was denn hier? Guck gleich erstmal. Da? Blödes Monster. Kriegt mich nicht. Kicke mich. Ich kann bloß geradeaus gucken. Es tut mir leid zu hören, dass du die ganze Zeit am Telefon hängst. Ah, ich habe den Ausgang gefunden. Das Ende des Labyrinths wirst du finden. Das böse Ungeziefer der Nacht. Wir werden dich jagen. Wir werden lachen. Aber es wird immer eine gute Seite geben. Katze oder Nüsse und Schrauben. Wird dich stets begleiten. Ein Foto. Kapitel 2, Teil 1, Symptome der Neugier. Du meine Güte, das war knapp. Ich hoffe, die Wachmänner finden die Kanalisation nicht. Oh, was ist das für ein Ort? Ich hoffe, ich finde Mr. Midnight bald. Haha, ich habe mich an etwas Lustiges erinnert. Ein sehr alter Onkel hat mal versucht, eins davon zu pusten. Es war so schwer, da reinzublasen, dass er all sein Gas rausgepupst hat. Hier steht Chance. Ich habe keine Ahnung, wieso. Vielleicht ist es nur ein Name. So wie meiner oder der Mr. Midnights. Vielleicht ein Musikmacher, der die Musik nicht mehr liebt. Was für ein hübsches Pferd. Dem König würde es gefallen. Aber ich gehe nicht zurück. Er muss selber entkommen. Ich frage mich, ob sie nach mir suchen. Kann nicht gut sein, eine gemütliche Bleibe zu haben. Nun, wenn ich sehr müde wäre, würde ich es benutzen. Ich schlafe wohl nicht, wenn ich mein Katerchen finde. Ich kenne eine Geschichte über ein Mädchen mit roten Schuhen. Die hatte einen Hund. Ich mag Tiere, und zwar alle. Hunde sind Tiere. Wie auch immer, es ist nur ein Schuh. Ich sollte ihn hier lassen. Wow, ein Klavier. Es klingt alt. Ich kann das Klavier anfassen und mit ihm spielen, aber richtig spielen kann ich es nicht. Frage mich, wo der Musiker ist. Hier wohl im Nirgendwo. Daraus könnte ich etwas machen. Sieht aus wie eine Tür. Liebes, dein Arm ist weg. Gut, dass du nicht blutest. Ich habe die ganze rote Milch, die aus jedem fließt, satt. Wer wagt es, einen unschuldigen Tittybären ohne Schutz zu lassen? Ich frage mich. Mr. Midnight, bist du hier? Sieht nicht so aus. Dann suche ich weiter. Oh, dieses Instrument ist hübsch. Ich erinnere mich an eine Schlange, die wie ein Elefant klingt. Und diese kleinen Insekten, die sich zu Kugeln zusammenrollen.
Nom. Ja, relativ angenehm aus. Bird. Hallo Baum. Hallo Baum. Hallo Baum. Nom. Wow. Das sind sehr seltsame Blätter. Sehen schrecklich traurig aus. Und alt. Vielleicht sind das gar keine. Vielleicht sind das keine Blätter. Sie sind viel zu weiß. Verflucht, sei deine Neugier! Sei verflucht, Neugierde! Oh. Ich mag, dass ich neugierig bin. Wie will man sonst etwas lernen? Aber was bist du? Du bist selbst etwas neugierig. Was? Ist die richtige Frage. Aber warum? Wäre angemessener. Ich habe keine Zeit zum Plaudern, Sir. Ich will den Schlüssel, das ist alles. Aber der Schlüssel gehört nicht uns. Und deiner ist es ganz sicher nicht. Es ist immer gut, einen zusätzlichen Schlüssel zu haben. Besonders, wenn man davon, wenn man was ausgehackt hat. Das ist uns völlig egal. Unsere Zuneigung dir gegenüber ist gleich null. Du bist sehr ehrlich, das gefällt mir. Ich bin ein Mensch. Ren, schön, dich kennenzulernen. Interessant. Erzähl uns mehr. Ich hatte einen Kater. Also, ich hatte einen. Er wird gerade vermisst und ich muss ihn finden. Wirklich? Ja, wirklich. Gib mir jetzt bitte den Schlüssel. Schau, Mensch, Friend. Wir sind aus dem Süden gekommen. Liegend wie immer. Und einer von uns hat sich über den Schlüssel gewundert. Und jetzt stecken wir alle hier fest. Und wegen unserer langen Haare können wir uns nicht befreien. Ich verstehe. Ja, lange Haare hast du wirklich. Kann ich dir helfen? Wir bleiben öfters in Bäumen hängen. Aber wir haben etwas, das Abhilfe schaffen kann. Ein wunderschöner Kamm, um jedes Mal, wenn wir hängen bleiben, unsere Haare zu kämmen. Na gut, dann mach es so. Aber es gibt ein Problem. Ein dreckiger Dieb hat unseren Kamm geklaut. Jetzt stecken wir für immer hier fest. Wenn du den Dieb und den Kamm findest, kriegst du den Schlüssel. Abgemacht? Ja, aber wie sieht er denn aus? Es ist eine Ratte. Eine dreckige, narzisstische Ratte. Wo habe ich jetzt weitergeklickt? Wir konnten nichts anderes machen und er ist damit weggerannt. Bitte finde ihn und befreie uns von Neugierde. Ich hoffe, er ist nicht zu weit in den Wald hineingerannt. Ich finde ihn schon. Wir werden hier sein und auf dich warten. Boah. Oh. Diesmal habe ich keine Drogen genommen. Wow, du bist dabei, eine große Ameise. Er ist da. Oh, Verzeihung, Sir. Bist du echt? Brr, du fragst immer dieselben Fragen. Immer. Immer? Was meinst du mit immer? Natürlich bin ich echt. Woher kommst du? Oh, ich bin aus der Psychiatrie geflohen.
Aber sag das niemanden. Ich verrat's niemanden, keine Sorge. Was machst du hier? Mein Kater ist irgendwo da draußen. Ich muss ihn finden. Ein Kater, sagst du? Ja, Sir. Ein schwarzer Kater mit großen gelben Augen. Mr. Midnight. Oh, ich verstehe. Tut mir leid, Mädchen. Oh, du hast ihn also nicht gesehen? Rein zufällig ist der fragliche Kater aufgefressen, zerkaut und hinuntergeschluckt worden. Gefressen? Was meinst du? Der schwarze Kater, der so schnell auf mich zugeeilt ist. Ich fange ihn. Gebe ihn meinem Käferschwein. Käferschwein hat Hunger. Oh, mein armes Käferschwein hat schon seit Tagen nichts mehr gegessen. Blaubeerenzeit ist schon vorüber. Wir haben sie alle aufgegessen. Hör auf. Siehst du es nicht? Mr. Midnight ist mein einziger Freund. Bitte sag mir, dass du Witze machst. Oh, kleines Mädchen, weine nicht. Ich kann für dich singen, wenn du willst. Was tue ich denn jetzt? Du weißt nicht, wie sich das anfühlt, alleine zu sein. Das weiß ich, ja. Bin der Einzige, der noch lebt. Lass mich dir doch helfen, okay? Wie könntest du mir denn helfen? Die Verdauung dauert ziemlich lange, weißt du? Vielleicht ist er noch am Leben im Käferschwein. Aber was sollen wir tun? Töte das Käferschwein. Es ist ebenfalls mein einziger Freund, aber ich brauche das Fleisch. Ich würde gerne wissen, ob mein Kärtchen noch da drin ist. Tu es. Du kannst das Käferschwein töten. Und ich, Antonio der Größte, werde das Fleisch essen. What? Wait, what? Okay. Das da drüben, das Käferschwein, ist der einzige Freund von dem hier. Und er will, dass wir seinen einzigen Freund killen, damit wir eventuell unsere Katze da rauskriegen. Alter, was ist das für ein Spiel? Oh, du Schwein. Hast du meinen Kater gefressen? Ist ein Midnight. Warte nur, stirb nicht. Ich hol dich da bald raus. Braucht dringend irgendwas zum... Ja klar, ist explodiert. Ah, ein Igel. Ich mag Igel. Welche Art Vogel bist du? Du siehst aus wie eine Eule. Hab ich recht? Deine Federn sind wunderschön. Oh, eine Axt. Wow. Die schreckliche Axt. Eine scharfkantige Axt, die Sachen zerschneiden und zerstören kann. Gefährlich. Hier entlang. Der Brunnen. Bitte ihn versuchen zu öffnen und schauen, was da drin ist. Wenn die Axt noch? Ja. Was für ein Witz. Da ist gar kein Loch drin. Ich habe all die Kraft zusammengenommen, um etwas Unmögliches zu tun. Das muss doch etwas bedeuten. Sonst stände es nicht hier. Oh, eine Feder. Kitzel, Kitzel. Ich mag dich, behalte dich.
Kann ich versuchen? Yay! Happy Slaughter Day! Sir? Oh, er ist eingeschlafen. Vielleicht irgendwo hinführen, wo er nicht weiterkommt? Bleib stehen, ich will dich doch bloß töten. Hier in der Ebene existiert er nicht. Manchmal funktionieren Dinge nicht, bla. Wahrscheinlich muss ich irgendwo Blaubeeren oder sowas finden. Wenn es stehen bleibt. Hier ist nicht. Ja, noch einen weiteren Weg. Halt.